Was jetzt relativ nahe dran ist, das ist nämlich unsere Biotech-Branche. Es findet nämlich derzeit in San Francisco die sogenannte JP Morgan Healthcare-Konferenz statt. Also man kann sagen, das erste Highlight für die Biotech-Branche im neuen Jahr. Und darüber werde ich jetzt sprechen mit André Fischer. Er ist Biotech-Experte beim Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Fischer, die Aktie von Evotec, die gewinnt heute kräftig, wieder einmal sehr kräftig, fast 5%. Offenbar konnte Evotec die Investoren auf dieser Healthcare-Konferenz überzeugen. Was denken Sie? Ja, Evotec hatte auf der Konferenz eine sehr überzeugende Präsentation. Und man sieht das auch an der Aktie. Die Aktie konnte in den letzten Tagen mit deutlichen Kursaufschlägen aufwarten, sodass bei Evotec jetzt davon auszugehen ist, dass jetzt sehr schnell das Jahreshoch von 2013 von 5,08 Euro bereits in den nächsten Wochen erreicht werden kann. Also es sollte hier weiter nach oben gehen mit Evotec. Evotec ist ja nicht allein. Wir sehen auch bei Morphosis ganz interessante Entwicklungen. Gibt es hier bei der Aktie Neuigkeiten? Ja, bei Morphosis ist es so, dass der CEO Dr. Simon Moroney wird erst morgen sprechen um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Aber auch bei Morphosis sieht es sehr gut aus. Man begann jetzt eine klinische Studie mit dem Antikörper MOR208 gegen chronische lymphatische Leukämie. Ein Wirkstoff, der sehr vielversprechend ist. Und Morphosis hat auch zuletzt seinen Bereich klinische Forschung mit 3 ausgewiesenen und hochkarätigen Top-Experten verstärkt. Und die Hukal-Antikörper-Bibliothek von Morphosis erfreut sich bei den großen Pharma-Multis einer zunehmenden Beliebtheit, sodass man auch bei Morphosis damit rechnen kann, dass der Aufwärtstrend hier weiter anhalten wird. Man könnte ja fast meinen, Martinsried, also da ist Morphosis zu Hause, das wäre der Nabel der Biotech-Welt. Welche Aktie hat denn jetzt mehr Potenzial? Wir sprachen über Evotec und über Morphosis. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil beide Firmen sehr gut aufgestellt sind. Morphosis hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden Euro und Evotec von knapp 600 Millionen Euro. Einerseits verdient Morphosis mit seiner Antikörperbibliothek sehr viel Geld, ist also eine wahre Gelddruckmaschine, kann man sagen, die Hukal-Bibliothek. Andererseits hat Evotec jetzt noch viele heiße Eisen im Feuer, zum Beispiel das Präparat Betatrophin, was einmal den Diabetesmarkt revolutionieren könnte, wenn das durchkommt. Also für den hochspekulativ ausgerichteten Anleger auf sehr lange Sicht könnte Evotec das größere Potenzial haben. Aber auch bei Morphosis sieht es auch sehr gut aus. Beide Firmen stehen bei uns auf der Kaufliste. Auf dieser Konferenz, wenn wir gerade so ein bisschen am Plaudern sind, auf dieser Konferenz, der JP Morgan Healthcare Konferenz, da würde doch sicherlich gesprochen auch über neue Wirkstoffe, über neue Therapien. Können Sie uns da mal auf den neuesten Stand kurz bringen? Ja, auf der Konferenz war sehr interessant der Vortrag von Daniel Junius, das ist der CEO von Immunogen. Und der bezog sich auf einen Antikörper von Biotest. Und hierzu muss man wissen, dass Biotest einen Antikörper BT062 hat, der gegen Knochenmarkkrebs eingesetzt wird, aber auch bei Brustkrebs. Und hier konnte man in Phase 2, konnte man bei Brustkrebs in Tierversuchen, konnte man eine Heilungsquote von 100% erzielen. Das ist eine Quote, die bisher nahezu unerreicht ist. Und jetzt soll dieser Wirkstoff von Biotest, soll jetzt kombiniert werden mit dem Krebspräparat Revmilid von Celgene und mit der Target-Plattform von Immunogen, sodass das davon auszugehen ist, dass jetzt mit diesem neuen Wirkstoff sich auch Biotest in diesem Jahr 2014 auf der Überholspur befinden wird. Also wenn sich das dann wirklich bewahrheitet, wenn das auch bei Menschen dann entsprechend funktioniert, dann wäre das ja wirklich ein Segen für die Menschheit gegen die Geißel der Menschheit, eben den Krebs. André Fischer, besten Dank für Ihre Erläuterungen. Vielen Dank.